Hallo und grüß euch, meine lieben Retro-Freunde. Ich bin's wieder, euer Daniel, und heute war ich auf der Austria Comic Con in Wales. Und was ich da erleben durfte, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt bin ich wieder zurück im Studio und ich muss sagen, die Austria Comic Con war richtig, richtig cool. Ich habe super nette Leute kennengelernt und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe natürlich wieder einiges gekauft und das, was ich gekauft habe, das möchte ich euch gerne zeigen und in genau in der Reihenfolge, wie ich es gekauft habe. Es hat sehr, sehr viel natürlich Comic-Stände gegeben, logischerweise. Leider Gottes war der Retro-Gaming-Bereich, finde ich, sehr, sehr schwach. Und vor allem die, was wir gehabt haben, waren für die Preise her komplett übertrieben. Aber nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem einiges wieder gefunden und jetzt los geht's. Bei dem ersten Stand, was ich was gekauft habe, habe ich mir Super Nintendo Spiele gekauft, und zwar das erste Spiel ist Mech Warrior. Weiß nicht, geht der Fokus da bitte? Ja, ich kenne sie, die war so, dass die Versammlung abgegangen ist, und es war natürlich eher ein günstiger Titel, und da habe ich gedacht, okay, Mech Warrior hört sich gut an, preislich passt, probieren wir es aus. Gut, dann habe ich da das Spiel Art of Fighting gefunden. Warum ich mir den Titel gekauft habe, ich weiß es nicht, es hat einfach sehr, sehr cool geklungen. Und ich, ja,
Das will ich auch probieren und somit der nächste Titel für meine Sammlung. Ja, wie gesagt, ich kenne die zwar wirklich nicht, aber ja, es hat sich einfach, die haben einfach cool ausgeschaut und ich denke, Preis passt da, die nehmen wir mit. Gut, dann jetzt aber zwei Spiele, die was ich gesucht habe, gefunden habe und unbedingt wollte. Und auch da war der Preis richtig gut. Pink Panther. Richtig, richtig schöner Titel. Pink Panther Goes to Hollywood. Richtig schönes Spiel. Also auf das habe ich schon länger gesucht und da hat auch der Preis gepasst. Das war angeschrieben, ich glaube, mit 30 Euro. Hat so wenig gekostet. Ja. Es war, wie gesagt, im Bundle insgesamt, ich glaube, 60 waren es. Ja. Richtig cool. Und dann hat so, wie ich finde, ein sehr, sehr cooler Titel geschafft in meiner Sammlung jetzt. Und zwar Rock'n'Roll Racing. Und Rock'n'Roll Racing ist sicher jetzt für die vier der teuerste Titel. Also ich glaube, angeschrieben war es um 40 Euro sowas. Und ich glaube, das war schon ganz gut gewesen. Aber wie gesagt, ich habe das gebundelt und habe da ja, wirklich einen super netten Verkäufer gefunden. Der hat mir da einen tollen Preis gemacht. Und das hat mich natürlich irrsinnig gefreut. Gell? Und dazu hat er gesagt, weil das Spiel war nämlich nicht angeschrieben, das kriege ich gratis dazu. Und das war Race Driven. Und Race Driven ist eigentlich, glaube ich, ein Titel, der was eher so um die 25 Euro kostet. Also nicht unbedingt der günstigste Titel für ein Gameboy-Spiel. Ja, ich muss dazugeben, es ist auch nicht mehr die Hülle ganz so schön, aber for free ist auf jeden Fall sensationell. Und das wollte ich eigentlich unbedingt haben, das Spiel so schon gesucht. Das gefällt mir richtig. Also, glaube ich, der Deal mit MechWarrior, Art of Fighting, Pink Panther und Rock'n'Roll Racing und dazu aufs Draufgabe nun das Race Driven. Ja, schon mal richtig cooler erster Deal, hätte ich gesagt. Gut, dann haben wir das mal auf die Seite. Dann habe ich ein bisschen bei den Comic-Ständen ein bisschen gesucht, ja, und habe da wieder etwas Tolles gefunden. Leider Gottes nur ein Heft und ja, es hat nur 3 Euro gekostet, aber ich habe mir einen Comic gekauft und zwar, dann müssen wir fast ein wenig raus, oder? Einen Terminator Comic. Das ist übrigens der zweite Teil. Richtig toll, wie gesagt. Der Zustand ist in Ordnung und die Zeichnungen, glaube ich, sind sogar richtig cool. Ja, gefällt mir. Ich hoffe, ich finde den Rest des Bandes auch noch. Aber ich wollte zum 3 Euro auf jeden Fall nicht liegen lassen. Und somit gehört es in meine Comic-Sammlung. Und das freut mich schon wieder. Sehr, sehr cool. Gut, also der Start war schon mal nicht so schlecht jetzt. Ja. Überlege ich gerade zwischendurch, da habe ich einen Lego-Stand gefunden, der hat Lego-Spiele, also Legos gehabt und ein bisschen Figuren und solche Sachen und auch gebrauchte Sachen ein wenig verkauft und der hat die neuen, ich glaube das neue sind, Minifiguren von Looney Tunes da gehabt und da haben wir ein paar Packungen gekauft und ich habe gesagt zu ihm, ich gebe es alle wieder zurück, wenn da nicht mindestens einmal der Bugs Bunny drinnen ist. Aber das werde ich erst später herausfinden. Allerdings eine kommt mir eigentlich gleich mal aufmachen, oder? Ja, probieren wir mal. Die anderen werden es in den Videos sehen. Boah. Ja, gut, was schweißt. Na, ich werde bekloppt. Schaut euch das an. Ein Bugs Bunny. Wie ausgemacht, optimal. Ich brauche es nicht zurückgeben. Hey, voll cool, richtig nice. Schaut, ich muss, Entschuldigung jetzt, jetzt geht das nicht auf. Ja, gar nicht. Ah, so leicht kommt es. Hey, den muss ich jetzt schnell zusammenbauen. Ich hab da, da ist übrigens so ein, das gefällt mir richtig. Na, da ist so ein Flyer von Bugs Bunny dabei, den machen wir jetzt schon auf. Ah, das ist die Bauanleitung, ui. Ja, das ist natürlich schon. Also ist die Bauanleitung für jeden dabei. Okay. Weiß nicht, ob man das so sieht.
Das waren die Figuren, die was zum Sammeln gibt. Ja, richtig. Cool. Na, das gefällt mir. So, Karotten haben wir auch noch. Sehr, sehr gut. Dann werden wir den Bugs Bunny die Karotten geben und auf seinen Ständerling stellen. Da habe ich noch einen Ersatzsteckel dabei. Seht ihr das überhaupt? Und jetzt halte ich euch den schon mal in die Kamera. Ich hoffe, man sieht das. Ist das mega? Die erste Figur, was ich aufmache, ist auch tatsächlich ein Bugs Bunny. Hey, voll super. Ha, richtig cool. Hey, nice. Also, den stellen wir jetzt gleich mal auf die Seite. Das ist super. Gut, und die anderen jetzt dann mal sehen, die packe ich dann mal bei den kleinen Videos aus. Also bitte meine Videos fleißig schauen. Bitte abonniert meinen Kanal. Für euch ist es nur ein kleiner Klick, für mich ist es ein Riesensupport. Und einen Daumen hoch lassen und gerne einen Kommentar da lassen, wie euch die Sachen so gefallen. Gut, dann hätte ich gesagt, dann geht es aber trotzdem jetzt weiter, weil ich habe den nächsten Stand dann gefunden und beim nächsten Stand hat es Figuren gegeben. Ja, ich habe mal Figuren gehabt, ich habe nie vorbei können, ja, richtig cool hätte ich fast gesagt. Ich zeige euch die jetzt. Und zwar die erste Figur, also sind zwei Figuren drin, die erste Figur habe ich zufällig entdeckt, habe ich überhaupt nicht im Blick gehabt, ich habe nicht gewusst, dass es da Figuren gibt davon, aber fast von allem gibt es jetzt schon Figuren. Und zwar von der Serie The Boys habe ich die Starlight. Also, die ist schon mal richtig cool und ich mache jetzt da mal das auf. Und da sieht man, ich hoffe, das funktioniert halbwegs. Jawohl, also richtig, richtig cool. Habe ich da eine Starlight-Figur. Ja, also ich glaube, die macht sie gut. In der Vitrine, gefällt mir richtig. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass ich von den Boys eine Figur finde. Aber jetzt habe ich es. Sehr gut. So, und die zweite Figur, was ich habe, die ist von dem Film Wonder Woman 84. Und natürlich ist die Wonder Woman, ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sieht. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir müssen es einmal aufmachen. So oder na, wunderschön! Sagt mir das, eine wunderschöne Wonder Woman Figur, das gefällt mir richtig. Jetzt werden natürlich viele sagen, na, warum tut der das aus der Verpackung? Ich hebe natürlich die Verpackung auf, aber in der Vitrine schaut die Verpackung nicht schön aus. Und so schauen, ich verkaufe die Figur nicht, ich kaufe die für mich, weil ich selber einfach Freude an den Ganzen habe, die Figuren anzuschauen. Deswegen ist es für mich gar nicht so tragisch, wenn ich eine Figur kaufe, die was offen ist. Natürlich gerne mit Verpackung, weil ich es gerne aufhebe, aber nur so schaut es toll in der Vitrine aus. Und wie gesagt, die Wonder Woman ist richtig, richtig schön. Sehr gut. Dann stellen wir die gleich mal auf die Seite. So, bevor es jetzt weitergeht mit meinen Einkäufen, möchte ich nur einen Stand bzw. eine Person besonders hervorheben, und zwar einen Thomas von Affis Garage. Der hat einen mega Stand gehabt, und zwar hat der stehen gehabt diesen sensationellen Jurassic Park Jeep, selbst gemacht, voll auf die Details aufpasst, sensationell, richtig, richtig schön waren. Und dann hat er nur was stehen gehabt, was voll die nette Idee war, und zwar der E.T. auf dem Fahrrad. Da hat man sich drauf sitzen können und ein Foto machen können. Echt cool gewesen. Und für mich als Highlight hat er nur zusätzlich diesen sensationellen Ford Pickup von Baywatch stehen gehabt. Der ist auch wunderschön geworden. Der gefällt mir gut. Ja, ich hätte gesagt, bitte mach weiter so. Ich freue mich schon auf deine nächsten Projekte. Und er hat mir versprochen, ich darf mal seine heilige Sammlung anschauen. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ich habe gesagt, jetzt schauen wir weiter zu meiner Sammlung. Dann bin ich wieder zurückgegangen zu dem einen Stand, wo ich die Super Nintendo-Spiele gefunden habe. Und da habe ich gedacht, ich schaue nochmal durch, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Und tatsächlich war es da so. Und habe nur zwei Spiele gefunden und ein richtig geiles Highlight. Die zeige ich euch jetzt auch noch. Das war das erste Spiel, was ich gefunden habe, war Clay Fighter 2. Schauen wir mal, ob wir das von der Kamera so einfangen können.
richtig, richtig cool, glaube ich. Auch der Zustand ist sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Und ich muss gerne mal dran. Und ich finde, ja, die Highlights vom Tag, ja, zumindest bei den Super Nintendo Spielen, ist da, und zwar das Spiel Super Metroid. Das ist ein Spiel, wo ich schon sehnsüchtig gesucht habe für meine Sammlung. Das freut mich unglaublich, und vor allem in einem sehr, sehr schönen Zustand. Also da ist jetzt so kein grober Kratzer oder irgendwas, und nein, es ist wirklich schön. Ein wunderschöner Titel. Gut. So, das waren jetzt meine Funde von Super Nintendo, Game Boy war was dabei, ein Comic war dabei, meine Figuren, ein kleiner Teil vom Lego war was dabei. Jetzt habe ich noch ein riesen Highlight. Ich habe einen Verkaufsstand gefunden, der hat wunderschöne Sachen gehabt, von Star Trek und andere Sachen. Und ich habe mir da ein Highlight mitgenommen. Das war eine unglaublich nette Verkäuferin, und die hat mir einen Wahnsinnspreis von 2 Mal gekauft. Eine Figur, und zwar ein Teenage Mutant Ninja Turtle, Donatello in riesengroß, hätte ich jetzt fast gesagt, 5:2, 1:4 glaube ich ist das, ja, vom Maßstab, richtig cool, von der Firma Necker glaube ich ist der, ja genau, der. Er hat da die Schachtel einen kleinen Abriss, aber das macht mir nichts, weil, wie ich schon erwähnt habe, für mich ist wichtig, dass die Figur cool ausschaut, im Regal oder in der Vitrine und nicht in der Schachtel. Und somit habe ich einen sensationellen Donatello. Richtig cool. Vor allem schöne, große Figur. Da war ein Pizzastück dabei, was ich auch nicht gewusst habe, was ich aber richtig cool finde bei dem, bei der Figur ist. Das muss ich da mal aufmachen, dass ich euch das zeige. Weil da war einiges eigentlich dabei. Und war da dabei eine kleine Pizzaschachtel. Sehr schön. Ein Stück Pizza haben wir da. Da ist das zweite Stück Pizza. Die kann man übrigens miteinander zusammenstecken, wenn man 4 Turtles hat und die 4 Teile bzw. 8 Teile hat, dann kann man die Pizza zusammenfügen als ein Ganzes. Auch nette Idee. Dann einen richtig schön, wie ich finde, ob ich das so sehe, einen kleinen Turtle-Com zum Auseinanderziehen. Also richtig schöne Sachen dabei. Und das war's aber nicht. Und zwar verschiedene Köpfe waren dabei. Und zwar, da ist so ein grimmiger Donatello, und dann habe ich dann noch einen, der war so ein bisschen so schreit, hätte ich gesagt. Ja. Jetzt fällt gerade auf, der hat jetzt da keine Augen nicht drauf. Das kann man zusammentauschen. Das heißt, man kann bei den 3 Köpfe die Augen tauschen und man kann die Münder tauschen. Und das ist eigentlich richtig, richtig cool. Da hat man einen, der was schreit, dann haben wir da einen, der was ein wenig. Da haben wir da einen, der was eher wütend schaut, und dann haben wir da noch den, der was lacht. Das finde ich richtig cool von dem her. Und das war es noch immer nicht. Er hat auch verschiedene Hände dabei gehabt. Ja? Also auch das richtig cool. Da geht es um das, dass er entweder die Pizza halten kann oder dass er den Turtle-Com halten kann. Und das finde ich super. Es waren genau 3 verschiedene Hände gibt es. Und es gibt eben 3 verschiedene Köpfe. Und ich habe gesagt, das ist echt ein wunderschönes Set oder beziehungsweise eine wunderschöne Figur. Das ist für mich mein Highlight, weil ich bin ein Turtles-Fan, und ich muss sagen, den mag ich richtig gern. Das ist super. So, gut. Ja, ich glaube, das war es jetzt eigentlich schon von der Comic-Con. Und somit hätte ich gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du hast, hallo und grüß dich bei mir im Studio. Ich bin's wieder, der Daniel, und heute wird wieder gezockt. Danke, für dich, bis zum nächsten Mal.